Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu The Magic of the Big Cynical Adventure. Auch diese Begrüßung wurde nachträglich eingesprochen, da ich die Folge geschnitten habe. Und deshalb seht ihr auch oben rechts, ist eingeblendet. Das Spiel wurde mit kostenfreien Mitteln zur Verfügung gestellt. Und jetzt übergebe ich an den Vergangenheits-Rainbird, der hier die Folge kommentiert. Tschüsschen! Also viel Spaß mit dem Video. Oh. Denkst du, das war der letzte Raum? Es ist echt dunkel hier. Caroline, bleib nah bei mir. Was? Ich habe nichts gemacht. War das eine Explosion? Ich habe nichts gehört. Mama, du sollst dir die Ohren untersuchen lassen. Wie auch immer, gehen wir. Am Ende dieses Ganges muss etwas sein. Mit einem Mikro? Wow. Sieh dir das an, das ist unglaublich. Ja, unglaublich, wie es stinkt. Der Schatz, er ist hier. Was, wo? Hinter der Tür, seht, da ist ein Symbol eingeritzt. Ja, ein Schatzsymbol. Du hast recht, das bedeutet also... Wir werden reich sein. Das muss der letzte Raum sein. Und hoffentlich das letzte Rätsel. Boom. Dieses Geräusch. Ah, du hast dieses Mal gehört, es kommt näher. Mama, muss ich Angst haben? Denn ich habe keine. Keine Sorge, Schatz, es ist okay, du bist kein normales Kind. Stimmt, sie ist da durchgedreht. Boom. Schon wieder? Dieses Mal war es echt nah. Was wird nur aus uns? Ich habe es satt, ich will nach Hause. Oh nein, hier haben wir wieder die Heulsuse. Mama, ich verstehe immer noch nicht, warum du ihn magst. Du wirst es verstehen, wenn du älter bist und monatelang keinen Freund hattest. Dann nimmst du dir den ersten Schwachkopf, der bei dir an die Tür klopft. Boom. Ich kann nicht sehen. Der Rauch. Was ist passiert? Mama, guck mal, jemand hat die Tür gesprengt. Ah, einer von denen. Da bist du ja. Du? Wer ist der? Einer von den Bösen. Böse? Warum sagst du das? Du bist hinter dem Schatz her. Du auch. Du hast mich entführt. Du hast versucht, privates Gelände zu betreten. Du ziehst mit einer Waffe auf uns. Gutes Argument. Ist aber bloß ein Reflex. Wie auch immer, danke, dass du so weit gekommen bist. Das macht es viel einfacher. Aber genug geredet, das Spiel ist vorbei. Für dich. So, wer soll der Erste sein, der stirbt? Die kleine Göre, sie nervt und ist überhaupt nicht nützlich. Stimmt nicht, ich habe viel mehr getan, als zu hierher zu kommen, Opa. Bitte nicht, sie ist 8 Jahre alt. Nimm mich zuerst. Mama, nicht! Das kannst du nicht machen. Ich will nicht den Rest meines Lebens in diesem Schwachkopf leben. Keine Sorge, Schatz, es gibt genug gute Waisenhäuser. Seid ihr alle bescheuert? Ihr werdet sowieso alle sterben. Ich kann kaum auf meinen Füßen stehen, aber es muss etwas geben, was ich tun kann. Angreifen. Nimm da! Ah. Wow, was für ein schneller Schuss. Du hast ihn nicht mehr aussprechen lassen. Björn, kannst du mich hören? Komm, kannst du mir helfen? Oh, tut mir leid, ich habe vergessen zu sagen, dass ich noch nicht viel Erfahrung als Krankenschwester habe. Außerdem hast du ein Loch in deinem Kopf. Zu schade. Okay, angreifen ist keine gute Idee. Hier liegt Björn Tonen, der versuchte jemanden mit einer Waffe anzugreifen und verlor. Ich wusste nicht, dass es Risiken gibt. Okay. Warte, wir reden. Das kannst du nicht machen, sieh sie dir mal an. Es gibt sicherlich Besseres zu tun mit einer schönen Frau, als sie zu töten, hä? Björn, was zum Teufel deutest du da an? Ich versuche bloß, deine Haut zu retten. Du verschwendest deine Zeit, sie ist nicht mein Typ. Echt nicht? Okay. In diesem Fall, vielleicht wärst du eher geneigt. Hä? Komm nicht näher. Bist du sicher? Ich glaube, vielleicht gefällt dir meine Gesellschaft mehr. Oh nein, ich kann es nicht glauben. Du bist schwul? Bin ich nicht. Ich habe es dir gesagt, Mama, aber du wolltest nicht auf mich hören. Hier liegt Björn Tonen, der dachte, jede Situation könnte beim Reden lösen. Er irrte sich. Ich war nie ein Diplomat. Okay. Warte. Ich glaube, ich kann sie mir nehmen. Ich muss nur einen Weg finden, näher ranzukommen. Hey, ich bin neugierig. Was für ein Modell ist deine Waffe? Die hier ist eine 038 TT99, eine halbautomatische Pistole. Die Projektile können jedes Gewebe auch aus großen Entfernungen noch durchdringen. Kannst du es mir zeigen? Klar. So, spürst du den Schmerz? Ziemlich effizient, was? Das kann ich bestätigen. Okay. Warte. Hier liegt Björn Tonen, der versuchte, viel cleverer zu sein, als er wirklich war. Okay, dann haben wir nur noch... Warte! Auf ein Wunder warten. In Ordnung, fangen wir mit dem Mädchen an. Noch einen letzten Wunsch? Ich habe nicht wirklich etwas vorbereitet, also lass mich nachdenken. Hä? Gib her! Was ist das? An meiner Konservendose! Caroline, sieh dir an, was du getan hast. Du hast meine Dose ruiniert. Gutes Essen, total verschwendet. Er war
gemein und deine Mama bedroht. Du hast nur da gestanden, nichts getan wie ein Feigling. Schatz, du bist unglaublich. Vielen Dank. Danke, Mama. Das war ein guter Treffer, was? Puh, ich denke, dass ich sie überhaupt hingeschleppt habe, nur damit sie als Geschoss missbraucht wird. Aber der Inhalt ist vermutlich noch essbar. Wenn ich später hungrig bin, lecke ich einfach das Essen von der Leiche. Björn, wir sind jetzt in Sicherheit. Komm wieder zu dir. Aber was sollen wir mit ihm machen? Ihn hier lassen? Immerhin kann uns nicht mehr bedrohen. Ich weiß, ich meine... Was so lustig, du kleine Idiotin. Aber ich hab nicht gelacht. Wer dann? Gut. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Keine Bewegung, sonst schieße ich ihm ein Loch in den Kopf. Wer bist du? Oh, lass es meinen besten Freund dir erklären. Diese Stimme, ich kenne sie irgendwoher. Und diese verfaulte Atem, Igitt. Oma? Nein, du Idiot. Ach, das ist Tom. Ich bin's, Tom. Tom, was machst du hier? Und warum richtest du eine Pistole auf mein Gesicht? Du warst sehr unartig, Björn. Du dachtest wirklich, du kannst den Schatz für dich selbst behalten? Ich verstehe es nicht. Woher weißt du das alles? Als wir das letzte Mal geredet haben, hast du am See in Paris geangelt. Und ich habe diesen Urlaub sehr genossen. Nach diesen Tafeln zu suchen, war so viel Arbeit. Danke übrigens, dass du Benna aus dem Weg geräumt hast. Ich hätte es letzten Endes selbst gemacht. Habe ich etwas verpasst? Ich würde ja sagen, du warst eine hilfreiche Schachfigur in meinem Plan. Hä? Ich fange ganz von vorne an. Zuerst einmal, der Name ist falsch. Was? Mein Name ist nicht Björn? Nein, du Idiot. Mein Name ist Rocker Dumm Giver Fuck. Sohn eines norwegischen Archäologen. Mein Vater war nie berühmt, aber er war ein guter Mann. Er hat die Ausgrabung, die angebracht, aber er war fortgesetzt. Vor 5 Jahren hat er eine große Entdeckung gemacht. Bei einer seiner Ausgrabungen hat er eine rätselhafte Statue in Form eines Vogels gefunden, auf der 5 Tafeln platziert waren. Nachdem er sie berührt hatte, erhielt er ein Pergament, auf dem die Position des Tempels stand. Das ist alles geheim. Er vermutete, dass das der berühmte Demeter-Tempel war aus den uralten Geschichten. Der Tempel galt als Legende. Natürlich konnte er den Tempel nicht ganz allein ausgraben. Er stellte eine Gruppe Schlägertypen an und versprach ihnen, den Schatz mit ihnen zu teilen. Wie dumm, er hätte nur wie wir eine Bombe zünden müssen. Ehrlich gesagt hast du recht. Seitdem habe ich herausgefunden, dass der Tempel von außen unzerstörbar ist, aber nicht von innen. Das erklärt die Explosion. Du hast alle Türen gesprengt. Genau, außer dem Eingang, der ist unzerstörbar. Wie auch immer, die Schlägertypen wurden durch die komplexen Rätsel in den Tempelräumen einer nach dem anderen getötet. Na klar, jeder Schwachkopf hätte die Rätsel meistern können. Ich bin der lebende Beweis. Im letzten Raum waren nur noch mein Vater und der Anführer der Schlägertypen übrig. Genau hier. Der Schlägertyp dachte, er hätte gewonnen. Er hinterging meinen Vater und schoss auf ihn. Dann scheiterte er aber bei der letzten Prüfung und starb. Aufgrund dieses Fehlers bebte der gesamte Tempel und versank wieder im Sand. Mein Vater war gerade noch so im Leben. Er sah die 5 Tafeln in der Luft schweben und dann verschwinden. In seiner Verzweiflung packte er die Maschine und wünschte sich etwas. Die Maschine gibt es wirklich? Absolut. Sie funktioniert wie eine Wunderlampe und gewährt 3 Wünsche. Was hat er sich gewünscht? Zuerst hat er die Maschine gebeten, den Tempel vor dem Versinken zu bewahren, um ihm noch eine Chance zu geben. Aber das hat nicht funktioniert. Die Maschine kann nur Dinge erschaffen. Er versuchte also ein zweites Mal und bat die Maschine um einen Zettel, wo die Lösung des Rätsels drauf stand. Das funktionierte auch nicht. Das wurde als Betrug gewertet. So dumm. Schummel funktioniert nie, außer ein Online-Spiel. Letzten Endes bat er die Maschine, einen Klon zu erschaffen. Ein Klon? Ja, einen lebenden Klon von sich selbst mit all seinen Erinnerungen. Mein Vater hatte wenig Zeit und war am Sterben. Sich zu duplizieren war also die beste Option. Er sagte explizit, dass der Klon jünger sein soll, damit er es aus dem Tempel schaffen würde, damit er in Sicherheit wäre. Ein Blitz erschien und dann ist er gestorben, schätze ich. Was ist mit dem Klon passiert? Du verstehst es immer noch nicht, oder? Als ich gesagt habe, ich wäre sein Sohn, habe ich gelogen. Das bedeutet also... Nein, das ist unmöglich. Du bist mein Vater? Mann, dann ist echt voller Löcher. Björn, er ist der Klon. Oh, das erklärt alles. Naja, eigentlich doch nicht. Du hast gesagt, der Klon wäre jung, aber du bist es nicht. Du Idiot, ich war 50 Jahre alt, jetzt bin ich 30, also bin ich jünger. Niemals, du bist 30 Jahre alt, aber du bist ganz faltig. Die Maschine muss dich reingelegt haben. Mach nur weiter, mach dich nur über mich lustig, dann bist du tot. Okay, tut mir leid, aber ich verstehe es immer noch nicht. Was muss ich dir noch erzählen? Warum hast du mich eine Schachfigur genannt? Ganz einfach. Ich habe dich für meinen Plan benutzt. Ich habe Jahre damit verbracht, die 5 Tafeln zu finden. Sie sind der einzige Weg in den Tempel. Ich habe mir gedacht, dass die Tafeln in ganz Nogo verteilt wurden, jede davon auf einer anderen Vogelstatue. Trotz aller meiner Bemühungen konnte ich nur eine einzige Tafel finden, die mit dem Feuersymbol. Aber jetzt hat sich alles geändert. Vor 6 Monaten habe ich Satelliteninternet zu Hause bekommen. Hä, du hast das jetzt Internet bekommen? Wie hast du dann Crappy Bird gespielt? Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, ohne Außenkontakt in einem abgesperrten Land zu leben. Ich wusste nicht mal, dass es Internet gibt. Aber als der Flughafen gebaut wurde, kam endlich etwas westlicher Fortschritt in das Land. Wie kommt es denn, dass du perfekt unsere Sprache sprichst?
Ich habe mir Lektionen im Internet runtergeladen. Und Pornos! Ja, natürlich. Hey! Männer sind alle gleich. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich da reinpasse. Dazu komme ich doch jetzt, du Idiot. Dank des Internets konnte ich viel effizienter suchen. Ich fand heraus, dass es noch eine Tafel in Brüssel gab. Ein Antiquitätenhändler hatte eine der Statuen in seinem Inventar gelistet. Also bin ich dorthin geflogen und habe Diebe angeheuert. Ich habe ihnen einen Teil des Schatzes versprochen. Sie konnten die Tafel stehlen, aber der Verkäufer hat sich gewehrt und musste umgebracht werden. Ah, dieser Zeitungsartikel, das war also alles dein Werk? Eine Woche später bin ich auf eine Anzeige von einem Antiquitätenhändler in Paris gestoßen. Auf dem Bild war eine weitere Statue. Der Laden gehörte einem Mann namens Björn Tonen. Björn Tonen? Ah ja, ich glaube, das bin ich. Ich habe meinen Männern befohlen, in den Laden zu gehen und die Tafel zu holen. Aber sie fanden sie dort nicht. Also musste ich herausfinden, wo dieser lausige Händler sie hingetan hatte. Ich erinnere mich aber nicht, es dir gesagt zu haben. Erinnerst du dich, wo wir uns kennengelernt haben? In einer Bar auf etwa 2 Wochen? Moment, meinst du damit etwa, du bist nur mein Freund geworden, weil du wusstest, dass ich die Statue habe? Unglaublich, manchmal zeigst du doch etwas Grips. Ich musste die Informationen aus dir rausluchsen. Ich konnte nicht einfach so fragen, sonst hättest du etwas vermutet. Das dachte ich zumindest. Damals wusste ich nicht, dass du das Gehirn eines 8-Jährigen hast. Stimmt nicht, ich bin viel klüger als er. Natürlich bist du der Schatz. Hey, ich dachte, ihr werdet meine Freunde, aber ihr seid alle gegen mich. Eines Nachts in der Bar hast du mir endlich gesagt, dass die Statue bei dir zu Hause ist und du hast mir die Adresse gegeben. Ich schätze, das muss passiert sein, als ich betrunken war. Total betrunken. Ich dachte schon, du würdest unterwegs an Alkoholvergiftung sterben. In dieser Nacht haben meine Männer deiner Wohnung einen Besuch abgestattet. Und ich glaube, den Rest kenne ich. Ich wurde bewusstlos geschlagen und deine Männer haben die Tafel geholt. Moment mal. Ich dachte, in meinem Laden wäre in derselben Nacht eingebrochen worden. Du hörst es, dir wurde schon Tage zuvor eingebrochen. Dir ist es nur nicht aufgefallen. Oh, das ist möglich, schätze ich. Ich vergesse oft, die Tür abzuschließen. Warum bist du danach noch mit mir befreundet geblieben? Mir hat Paris sehr gefallen und ich hatte die ganze Sucherei satt, also beschloss ich, noch etwas Urlaub zu machen. Aber du hast mir bei meiner Ermittlung geholfen, warum? Du hast mich nicht mehr gebraucht. Ich habe gemerkt, dass du langsam echt nervig wirst, aber auch ein totaler Idiot bist. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Ich habe dir die schlechtesten Tipps aller Zeiten gegeben. Zieh eine falsche Polizeiuniform an, finde Hinweise, um einen Kriminellen hochzunehmen. Ich war überzeugt, dass du dafür eingesperrt wirst oder dass dir Hector eine Kugel in den Kopf jagt. Aber die Dinge verliefen nicht nach Plan. Irgendwie konntest du Hector einsperren lassen, also musste ich ihn ausschalten. Du warst das? Er hätte der Polizei alles verraten. Ich konnte es mir nicht leisten, dass jahrelange Arbeit zunichte gemacht wurde. Leuchtet ein, ich hätte dasselbe getan. Er war bloß ein kleiner Verbrecher, nicht mal ein Professioneller. Er hat ständig Fehler gemacht. Ich war rasend vor Wut, dass du die Flugtickets gestohlen hast. Das waren meine, weißt du, wie teuer die sind? Und du hast mein Geld gestohlen. Aber am schlimmsten war von allen, du hast meine wertvolle Tafel gestohlen. Also habe ich meine Pläne geändert und habe all deine Bewegungen verfolgt, obwohl du offensichtlich nicht viel Grips hast. Ich habe herausgefunden, dass Phalos mit dir in Kontakt getreten ist und dich auf dem Laufenden gehalten hat. Also habe ich dich die Suche übernehmen lassen. Du meinst also, du hast einfach nur rumgesessen, während ich die ganze Arbeit gemacht habe? Nur um ganz am Ende ein doppeltes Spiel zu spielen. Ein perfekter Plan, oder? Wer ist dieser Phalos, von dem du redest? Du kennst ihn als Roger. Der Typ, der am Eingang des Tempels zerquetscht wurde? Ja, er hat im Museum meine Identität angenommen. Als Archäologe konnte er auf Informationen zugreifen und hat es einfach gemacht, dich zu täuschen. Aber du siehst ihm überhaupt nicht ähnlich. Ich habe im Verborgenen gearbeitet, also wusste keiner, wie ich aussah. Das hat er ausgenutzt. Er war der einzige Handlanger, den ich aus Nogo angeheuert habe. Und das war eine schlechte Idee, genau wie beim ersten Mal. Ja, alle Nogianer scheinen total verrückt zu sein. Ich habe ihm alles erzählt, meine Pläne, die ganze Geschichte. Letzten Endes hat uns dieser Verräter hintergangen. Ziemlich lustig was. Jeder von uns hatte einen Plan, dich zu benutzen und du hast nichts bemerkt. Das stimmt, sogar ich habe ihn manipuliert. Er ist wie ein Kind, auf das auf Anweisungen wartet. Ich hasse euch, euch alle. Nur böse Leute würden einen einfältigen, einen alleinstehenden Kerl ausnutzen. Vor seiner Flucht hat Phalos in unserem ganz versteckten Mikrofone versteckt. Es hat ewig gedauert, sie alle zu entfernen. Ja, ist mir aufgefallen, dass er gern Big Brother spielt. Er hat meine einzige Tafel damals gestohlen, also mussten wir sie aus dem Museum zurückstehlen. Warum habt ihr ihn nicht einfach getötet? Wir konnten das Risiko nicht eingehen und er war nicht da, als wir die Tafel gestohlen haben. Danach wurde das Museum bewacht und ich konnte es mir nicht leisten, noch mehr Männer zu verlieren. Jetzt verstehe ich, warum er nie das Museum verlassen hat. Er war doch nicht so paranoid. Wir haben ihn genau im Auge behalten. Und heute ist der Tag. Wir sind ihm in die Wüste gefolgt. Was für ein Idiot. Ich musste ganz schön lachen, als ich gesehen habe, dass er zerquetscht in der Eingangstür liegt. Ich musste nur die Tafel neu einsetzen, um die nochmal zu öffnen. Habe ich noch einen letzten Wunsch? Natürlich, immerhin bin ich dein Freund, nicht wahr? Ich will leben. Hör auf mit der Schauspielerei. Er ist nicht gespielt. Er ist wirklich eine Heulsuse. Ich schätze, Don, ist es an der Zeit, es zu beenden. Nicht so schnell! Sandra, was tust du? Ich habe eine Pistole und ich habe keine Angst, sie einzusetzen. Bring mich nicht zum Lachen, Mädchen. Mama, ich glaube, du musst sie entsichern. Du hast recht, Schatz. Und du musst deinen Finger auf den Abzug legen, nicht dahinter. Okay. Komm schon, Mami, schieß!
Aber ich muss vorsichtig sein, damit ich nicht Björn treffe. Was? Aber auf wen schießt du dann? Wisst ihr was? Ich habe Lust auf ein Spiel. Ich lasse dich einmal schießen. Wenn du verfehlst, schieße ich ihn, was sowieso passieren wird, weil du mich nicht treffen wirst, Mädchen. Doch, werde ich. Glaub ich. Glaub ich. Sandra, bist du dir da sicher? Hast du einen besseren Plan? Haha, du zitterst wie es blaut. Du wirst schon sehen. Na, du hast nicht getroffen, wie erwartet. Also ist der tot. Oh nein, ist alles meine Schuld. Es tut mir sehr leid, Björn. Tut es weh? Ich wurde angeschossen. Was denkst du denn? Keine Sorge, du bist empfänglich. Es ist normal, dass du nicht triffst. Ich werde dir nicht wehtun, solange du mir die Pistole gibst und mir hilfst, den Schatz zu holen. Ich könnte dir auch beibringen, wie man eine Pistole hält. Sag ja, Mama. Jetzt, wo der Idiot weg ist, können wir ein neues Leben beginnen. Klingt aufregend. In Ordnung. Was? Hier liegt Björn Ton, der getötet wurde, weil seine Freundin nicht auf den Kopf zielen konnte, wenn sie nur gewusst hätte, wie man zielt. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt bald vorbei. Ups. Ups. Guter Schuss, Mami. Tut mir leid, Björn, mein Finger ist abgerutscht. Hey, Lady, wie wäre es, wenn wir uns den Schatz zusammenholen? Naja, okay. Super, ich mag deinen neuen Freund schon viel mehr. Was hier liegt Björn Ton, der versehentlich von seiner Freundin getötet wurde. Okay, jetzt schaffen wir das. Ach, schon wieder daneben. Ja, ja. Das ist gar nicht so leicht. Die Maus zittert sehr. Okay, ich schaff das. Ich schaff das! Haha! Nein! Oh nein, du hast nicht getroffen! Hä? Ich lebe noch? Puh, das war knapp. Das kann nicht sein. Umgebracht von einem Mädchen. Björn, hör auf meine letzten Worte, das ist wichtig. Ja, Tom? Komm her. Okay. Ich. Was? Ich kann dich nicht hören. Eklig. Es ist vorbei. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er so ein böser Mensch war. Ich dachte wirklich, er wäre mein Freund. Keine Sorge, Björn, jetzt hast du ja uns. Ich meine, du hast mich ein bisschen. Übrigens, das hätte ich fast vergessen. Dies für dich, Tom. Habe ich versprochen, dir deine DVD zurückzugeben. Aber ich wollte sie haben. Du bist immer so gemein. Keine Sorge. Wenn wir reich sind, kaufe ich alle DVDs, die du willst. Was? Wirklich? Nö. Und was machen wir jetzt? Hast du gehört, was er gesagt hat? Nicht wirklich. Stand irgendwie unter Druck, weißt du? Das ist der letzte Rätselraum. Die letzte Prüfung. Wenn wir Erfolg haben, bekommen wir den Schatz. Ja, ich kann es nicht erwarten. Okay, Entschuldigung, wir machen doch. Ich werde auch diese Folge schneiden, glaube ich, diese 37-Minuten-Folge werde ich zu zwei Folgen machen. Zumindest. Ich dachte, es wäre bald vorbei, deshalb wollte ich es nicht unterbrechen. Aber jetzt unterbreche ich doch. Wahrscheinlich ist es dann in den nächsten 5 Minuten vorbei. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei Demetrios, The Big Cynical Adventure. Macht's gut. Tschüsschen!